Er ist einer der großen Wirtschaftskabarettisten und CEO, COO, CTO, C. von sampomscht.com, Unternehmensberatung. Ottmar Kastner weiß, wie er mit Humor und Tiefgang die Menschen zum Lachen und zum Weinen bringt. Sein Motto: Humor ist die Qualität, die dir dient, wenn der Spaß aufhört. Wir sprechen über seinen Weg und das, was es uns ermöglicht, in Lösungen zu denken und unser Kind samt seiner Potenziale zum Vorschein zu bringen. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zurkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Servus, liebe Zukunftsbauer, Mittwoch ist und wieder Podcast-Zeit. Heute habe ich den Wirtschaftskabarettisten und den CEO, COO, CTO, C sonst was von saponscht.com bei mir zu Gast. Servus, lieber Ottmar Kastner. Hallo, liebe Silvia, ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns ja noch nicht so ewig lang, sondern von der letzten GSA-Convention, die ich in Neuss mitgestaltet und du auch mitgestaltet hast. Und was mir natürlich wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, war deine Keynote. Das ist echt mein absolutes Highlight dieser Convention gewesen, ich muss es dir sagen. Und nicht nur, Danke dir. weil ich Tränen gelacht habe, sondern weil du mich auch zutiefst im Herzen berührt hast. Also das mag ich jetzt einfach mal vorweg sagen. Oh, danke, Und Silvia. sehr gern. Und liebe Zukunftsbauer, daran erkennt ihr ja schon, ich habe da einen Hochkaräter. Einer, der das Lachen erhoben hat, den Humor erhoben hat, zu einer Beratungsform, hätte ich schon fast gesagt. Lieber Ottmar, ich komme immer ganz gern so zurück. Ich sage ja, bau dir deine Zukunft und ich glaube auch, dass jeder Mensch das kann. Was waren denn so deine Bausteine für dich, dass du angefangen hast, deine Zukunft in die Hand zu nehmen und sie nach deinen Vorstellungen zu gestalten? Naja, ich habe mich jetzt erst einmal entschieden, dass ich in Oberösterreich, also am Land, aufwuchs. Das war mal ein wichtiger Baustein. Das heißt, du musst ja, der erste Schritt ist ja, wo inkarnierst du einer? Wo fängst du an? Und das war für mich so das Land. Und das war wichtig, weil dadurch habe ich so eine Erdung gehabt. Und wie ich dann 18 war, bin ich nach Wien gegangen, in die Stadt, weil ich so die Wichtigen kennenlernen wollte, die wichtigen Leute und die wichtigen Themen und die wichtigen Firmen. Und dann habe ich Wirtschaft studiert und da lernst du ja das Wichtige kennen dann, als dem dann Betriebswirtschaft, Handelsrecht, Wertpapierrecht, Faustrecht, Blutrache, diese wichtigen Sachen, die man halt dann so lernt in der Wirtschaft. Und habe dann auch zum Arbeiten angefangen, habe dann quasi als nächsten Baustein nach der Ausbildung, wo ich dann so diese wichtigen Sachen kennengelernt habe, habe ich mir dann entschieden, Vermeintlich. vermeintlich wichtig, genau, dann zum Arbeiten. Und hab dann im Umweltministerium in Österreich zum Arbeiten angefangen, im Umweltmanagement und Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen. Und das war dann noch quasi ein wichtiger Baustein, um so dieses Leben in einer Organisation kennenzulernen. Und der vierte Baustein, der dann sehr wesentlich war, war dann das Kabarett. Ich habe dann parallel zum Kabarettspielen begonnen, also neben meiner Arbeit. Und wenn du dann, liebe Silvia, wenn du dann irgendwie am Abend auf der Kabarettbühne stehst, über Wochen und Monate, und in der Früh wieder in die Arbeit gehst, und das machst du eben über einen längeren Zeitraum, auf einmal merkst du, dass ja das Kabarett in der Firma stattfindet, also im Ministerium, in den Sitzungen. Und da war dann der Moment, wo ich dann gemerkt habe, das ganze Leben ist eine Kabarettbühne, die ganze Wirtschaft ist eine Kabarettbühne. Und das war dann so ein richtig befreiender Moment. Und da war ich dann, wo ich dann gemerkt habe, da bin ich jetzt irgendwie daheim. Da habe ich gebaut. Das klingt ja wirklich sehr faszinierend, weil eigentlich, gell, sagst du ja nichts anderes wie nimm dich nicht zu wichtig auf der einen Seite und auf der anderen Seite nimm dich ganz wichtig. Und dass es nämlich nicht so wichtig ist, man kann ja schon mal mit einem Augenzwinkern das ein oder andere anschauen, was in so manchem Unternehmen passiert.
Und nimm dich ganz wichtig, heißt eigentlich, was macht eigentlich deine Persönlichkeit? Wie bist denn du zum Kabarettspielen gekommen? Ne, es war so, wie gesagt, ich habe da gearbeitet schon, also ganz normalen Job gemacht und war halt in der Personalentwicklung damals. Und was du da beschäftigst du ja mit der Weiterentwicklung von Menschen, wie kannst du Workshops anbieten, wo es um Führungskompetenzen geht, um Weiterentwicklung auf der Persönlichkeitsebene. Und in der Zeit hat dann mein bester Freund, hat mich dann gefragt, ob ich einen Schauspielkurs beginnen möchte, mit ihm gemeinsam so nebenbei. Und ich habe mir gedacht, das habe ich noch nie gemacht, das war ganz was Neues und das würde ich gerne machen. Das haben wir dann begonnen und an der Formel habe ich gemerkt, und das war für mich wirklich ganz neu nach dem Studium, dass Emotionen nicht irgendwie Gott gegeben sind, sondern du kannst Emotionen bewusst verändern. Du kannst in eine Angst hineingehen, in eine Trauer, in eine Wut. Das heißt, wir sind irgendwie veränderbar als Menschen. Das war so die Erkenntnis. Und dann war es allerdings so, dass wir, mein Freund und ich gemeinsam, Peter und ich, wir wollten so ernsthafte Rollen spielen, was ist so dramatische. Und immer wenn wir das probiert haben, haben die Leute alle gelacht. Die haben dann gelacht. Wir wollten besonders traurig sein und die haben dann gelacht. Wir waren wirklich verzweifelt und irgendwann haben wir uns gedacht, wenn das nicht geht mit dem Dramatischen, dann wären wir vielleicht Kabarettisten. Das war so der Gedanke. Und dann, und das kennen vielleicht eh viele Speaker auch, dann war es halt so, dass wir dann im Freundeskreis, wenn wir unterwegs waren, beim Wandern zum Beispiel, haben wir dann wirklich schwachsinnige Sachen dahergeredet. Immer lustig. Also immer wollten lustig sein. Und irgendwann haben unsere Freunde gesagt, bitte, bitte geht's auf eine Kabarettbühne, aber lasst doch uns in Ruhe. Wir wollen einfach nur Ruhe haben da. Und das war dann wirklich so ein Aha-Leben. Wir könnten wirklich auf die Bühne gehen. Und dann hat eins das nächste ergeben, was du dann siehst, irgendwo eine Annonce in der Zeitung und da gibt es einen Nachwuchsbewerb und da haben wir uns beworben, sind wir genommen worden und dann haben wir da den ersten Preis gemacht und so weiter. Dann hat uns der Josef Hader, den du vielleicht kennst, jedenfalls in Österreich einer der berühmtesten Kabarettisten, dann gesehen, hat uns die Türen geöffnet und auf einmal waren wir auf der Kabarettbühne und das ist quasi wie von selbst passiert, wie wenn das eine Fügung gewesen wäre. Also Schrittchen für Schrittchen mehr oder weniger. Ja? Genau, ja. Schrittchen für Schrittchen, wobei es war so, dass dieser innere Ruf, das war so klar, das machen zu wollen, das war für uns beide damals, für Peter und mich so klar und dann, wenn das so klar ist, dann ist der Fokus einmal so breit und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir haben beide die Welt gescannt nach Möglichkeiten, um in die Richtung zu gehen. Und dann hat es nur mehr den Mut gebraucht, Ja zu sagen zu den Angeboten, die das Leben uns gegeben hat. Ja. Und dann hat ein Schritt den nächsten ergeben. Ja, das heißt also schön, Glück ist gleich Vorbereitung und Gelegenheit treffen sich. Und ihr wart quasi vorbereitet und habt die Gelegenheiten dann auch erkannt und nehmen können, gell? Das ist genau so was. Das ist sehr schön. Jetzt hast du vorher gerade gesagt, innerer Ruf und Mut. Der innere Ruf ist ja auch sowas wie eine Botschaft, die man verkünden will, eine Vision, die einen treibt. Was ist es bei dir? Was ist dein innerer Ruf, deine Vision, die du in die Welt tragen möchtest damit? Meine Vision ist es, die Menschen über den Humor und die Verrücktheit an die eigene Größe zu erinnern, an die eigene Leichtigkeit zu erinnern, an die eigene Souveränität zu erinnern. Das ist unsere Mission, so wie wir das sehen. Also Sapomst ist ja eine kabarettistische Unternehmensberatung, aber durchaus auch eine ernsthafte Unternehmensberatung. Das heißt, wir unterstützen Menschen, ihre Visionen zu erreichen, umzusetzen, ihre Ziele zu erreichen, aber auf die absurdeste Art und Weise unterstützen wir die Menschen. Wir singen mit den Leuten, wir tanzen, wir haben halt noch ein Kabarett. Also unser Zugang ist halt das Lachen und der Humor und die Absurdität, wo es hingehen soll, ist aber die Menschen zu empowern. Das ist so, das ist das, was uns ausmacht. Jetzt nochmal. Das heißt, ihr seid auch wirklich in der Unternehmensberatung tätig, geht in Unternehmen rein und macht mit denen auch Visionsarbeit. Nur indem ihr quasi mehr oder weniger so Kopfstandmethoden anwendet, die so out of the box
sind, um quasi an das Innere dran zu kommen. Um ganz quasi genau. diese Fassade so ein bisschen wegzunehmen und sagen, jetzt schau mal wirklich hin. Ganz genau, Silvia, das ist es. Ein neues Beispiel. Ich war letzte Woche am Dienstag war ich bei einer Organisation, es war ein Tourismusverband in Österreich und da gab es eine Umstrukturierung, die wurde irgendwie von oben wurde die irgendwie bestimmt und jetzt gab es Schwierigkeiten in der Kommunikation. Es gab einfach im Miteinander gab es richtig große Probleme. Also wie können wir die neue Organisation jetzt gemeinsam umsetzen? Da gab es eben unterschiedlichste Meinungen und so weiter. Und jetzt wurde ich eingeladen, um so ein Event zu gestalten. Und ich habe dann quasi die Themen, die es dort gegeben hat, im Briefing, im Vorfeld erfahren, habe die dann als zerpomscht präsentiert. Das heißt, ich war so wie ein Spiegel für die Leute. Und dann sind wir dorthin kommen, wo dann wir von zerpomscht eben sagen, der Schlüssel liegt im Kindsein, dass wir wieder so mit der Begeisterung eines Kindes durch die Welt gehen. Wir nennen das ja Childhood-Oriented Management, Unternehmensführung mit den Augen eines Kindes. Und dann habe ich mit den Leuten dort getanzt, wir haben getanzt gemeinsam und dadurch hat sich die Energie und das, genau, also das Jammern ist gegangen und das geht ja nicht und so weiter. Das haben wir alles in dieser Stunde, eine Stunde war das, ist das alles thematisiert worden. Und danach, nach der Stunde, war die Stimmung eine völlig andere unter diesen 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es war dann auf einmal, es waren die Menschen sichtbar. Und danach gab es eine Diskussion, gab es eine Veranstaltung, wirklich auf Augenhöhe. Da haben Menschen miteinander wieder gesprochen. Es war so eine Wertschätzung im Raum. Und das Schönste, was dann, also das habe ich dann als Feedback eben für letzte Woche bekommen, dass auf einmal die Leute, die da waren, alle wieder in Lösungen gedacht haben. Die haben gewusst, die haben gespürt, wir werden das gemeinsam schaffen. Gemeinsam werden wir das jetzt umsetzen. Und das ist das, warum wir geholt werden. Wir arbeiten auf einer emotionalen Gefühlsebene und räumen diese dunklen Wolken, die es da gibt, raus, damit die Leute wieder sehen, dass sie auf Augenhöhe gemeinsam am besten Lösungen erreichen. Das so arbeiten wir. Genau. Und dass der Kollege aus dem Vertrieb auch ein Mensch ist. Ganz und nämlich genau. nicht der immer Zeug verkauft, dass die Produktion und die Entwicklung noch gar nicht fertig hat, gell? Sondern dass man dann in so einen ganz anderen Modus kommt. Weißt du, Ottmar, und ich denke, ich war ja selber 14 Jahre lang in einem IT-Unternehmen und dort auch im Vorstand tätig. Und ich bin viel auf so Kongresse gefahren. Manchmal als Messeausstellerin, manchmal als Teilnehmerin, manchmal als Vortragende, je nachdem. Und das war die Automobilindustrie. Mhm. Und ich war eine Exotin, eine Frau. Und dann damals auch noch relativ jung und in dieser Position. Und das alles war irgendwie sehr verwirrend für die Herrenwelt, der ich dort immer wieder begegnet bin. Und ich weiß genau, wie das war ein Muster. Das ist so wunderbar, wie du das in einer Stunde dann schaffst, über den Tag verteilt. Die Kongressleute, die wissen ja, dass sie immer genug Pausen einbauen müssen und abends eine Happy Hour oder ein After-Work-Beer oder was auch immer. Mhm. Und das hat sich immer so gestaltet in der Früh, alle ernst, ganz wichtig, ganz wichtig. Ein Vortrag nach dem anderen immer noch ganz wichtig. Beim Mittagessen wurde es schon ein bisschen einfacher. Nachmittags wurde es dann immer noch einfacher und abends beim Bier. Da kamen dann die Menschen raus. Und plötzlich hat jeder den anderen auch als solchen betrachtet. Und auf diesen Augenblick habe ich eigentlich immer den ganzen Tag gewartet, weil das andere, das fand ich immer schwer, mühsam, schwierig. Boah, also mir gegenüber war es sowieso ein bisschen leichter, weil wenn du in einer Männerwelt als Frau unterwegs bist, dann passieren da ganz wunderbare Dinge, die sonst nicht passieren. Das haben mir dann die Herren auch immer wieder erzählt. Aber ich denke, das ist so faszinierend, uns zuzuschauen, uns Menschen, oder? Wie Voll. Wir erstmal genau. diese ganzen Dinge brauchen, um uns rum zu sagen, da ein Abzeichen und da ein Abzeichen. Und das hat mir natürlich auch bei deinem Zerpomscht so gefallen, diese, ich darf es mal Persiflage nennen, auch vielleicht so manche Unternehmen, die es da draußen gibt, die diese ja, ganzen Titel auch brauchen und benötigen. Ja. Wie bist du denn da drauf gekommen?
Naja, es war so, dass ich habe damals ja, wie gesagt, noch in dieser Firma gearbeitet oder im Ministerium gearbeitet und habe dort viele Kongresse besucht auch und Workshops besucht und damals war es ja noch viel stärker als wie heute, ja. Dass wenn jemand auf die Bühne gekommen ist, dann hat er ja einmal 10 Minuten darüber geredet, wer er nicht war und was er nicht alles erreicht hat und wer nicht seine Titel sind und seine, welche Abzeichen er hat und dann war das einfach aufgelegt natürlich für eine kabarettistische Firma, mit dem einmal zu arbeiten, mit diesen ganzen Titeln und dann die aber irgendwie kabarettistisch aufzulösen, sodass dann die Menschen und noch besser die Kinder sichtbar werden, war natürlich ein wie soll ich sagen, jeden Abend oder bei jedem Auftritt ein Genuss, das dann zu transformieren. Also das heißt, es bleibt einem schier gar nichts anderes übrig, als das Kind in einem in deinen Vorträgen wieder zu spüren. Und das haben auch wir waren ja auch um die 200 Leute im Saal. Und da gibt's auch genügend Wichtige, gell? Wir sind ja schon alle wichtig in der Rednerbranche. Jawohl, jeder, wir sind alle ganz wichtig. Und haben ja auch unterschiedlichste, bitte, ohne uns geht nichts, genau. Ja, ohne uns geht nichts. Alle tolle Themen. Aber wie das dann auch so durch deine wunderbare Art zerbrüsselst. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann jedem bloß empfehlen, mal auf YouTube zu schauen, auf Ottmars Seite zu schauen und sich da mal ein bisschen inspirieren zu lassen. Es ist ein augenzwinkerndes Schmunzelerlebnis, kann ich wirklich versprechen. Ganz großes Kino. Ottmar, ich kann mir ja vorstellen, dass man sich ja da schon ein bisschen wie zerrissen fühlt. Auf der einen Seite hat man das Ministerium, wo es eben ernst zugeht und auf der anderen Seite am Abend dieses ganze Kabarett, wo man das dann, was man vielleicht tagsüber erlebt hat, gleich mitverarbeitet. Wann hast du denn dann den Sprung gemacht zu sagen, so, jetzt ist nur noch das eine wichtig und ich verlasse diese ernste Welt des Managements, wo du ja quasi auch so deine Profilierung gehabt hast und sicheres Geld verdient hast und all sowas. Was hat's möglich gemacht? Naja, es war dann so, dass in der Zeit, wo das so parallel gelaufen ist, habe ich dann irgendwann einen Traum gehabt. Oder einen Traum. Ich bin in der Nacht aufgewacht, irgendwann mitten in der Nacht. Ich war hellwach und bin zum Computer gegangen, weil ein Wort war präsent. Und das war eben Zerpomscht. Das ist einfach aufgetaucht. Und ich tippe das rein, Zerpomscht, in den Computer. Und auch, was es heißt, eine Abkürzung, eine Abbreviation. Und Zerpomscht steht eben für Systemic Approached Personal and Organizational Management Processes, Services, Consulting, Hüpfburg and Training. Und das war in dieser Nacht wirklich, ich habe das reingetippt, war einfach so da, bin wieder schlafen gegangen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe das gelesen und habe gedacht, boah, das ist ja lustig, das ist ja super. Und mit diesem Namen war dann irgendwie das Wirtschaftskabarett geboren. Und dann hat es nicht mehr lang gedauert, bis ich dann gesagt habe, boah, jetzt muss ich wirklich entscheiden. Und dann war es damals möglich, mir ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen. Das habe ich gemacht. In der Zeit haben wir dann ein neues Kabarettprogramm geschrieben. Und danach, das war die Premiere und die war sehr erfolgreich. Und danach war klar, jetzt ist es Zeit zu kündigen. Und natürlich, wenn du diesen Job hast und dann kriegst du ja in Österreich, war das ja damals so, jetzt glaube ich, vielleicht auch jetzt noch, ich weiß nicht, im Ministerium, da kurz davor, eben bevor ich gekündigt habe, ist dann der Betriebsrat gekommen und hat gesagt, Ottmar, du könntest jetzt Beamter werden und hat mir gesagt, 2036 kann ich in Pension gehen und das war alles schon fix geplant und spätestens zu diesem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, habe ich gewusst, jetzt muss ich schnell weg, schleunigst, und habe ich gekündigt. Genau. Okay, wärst sonst vielleicht doch noch verhaftet worden quasi. Nein, aber das war immer, ich glaube, Silvia, so freiheitliebende Menschen wie du und ich oder wie Menschen, die dazuhören, wo es ja darum geht, sich selbst zu verwirklichen, da habe ich dann gemerkt, du kannst dir selber auf Dauer nicht untreu bleiben. Oder du kannst es schon, aber der Schmerz wird irgendwann so groß, dass du dann doch dich wieder für den Weg der Freiheit, also deinen Weg entscheidest. Und für mich war das damals eigentlich sehr klar, ich kann nichts anderes als diesen Schritt machen. Und alle, die da jetzt zuhören, denke ich mal, die werden in die Richtung, die kennen das, immer wieder diesen Schritt auf dem eigenen Weg zu machen. Und bei mir war es nichts anderes. Ja, irgendwann ist es so weit, dass das andere nicht mehr zu einem passt. Genau. Und dann wird es Zeit, den Mut zusammenzupacken und zu gehen. Apropos Mut, ich habe das ja vorher schon mal gesagt, jetzt haben wir jetzt nur noch den Mut gebraucht,
um das Ganze quasi einem Publikum zu präsentieren. Wie schwer oder leicht ist euch das eigentlich gefallen? Welche Hürden gab es zu nehmen? Die wichtigsten Hürden waren, dass wir, also Hürden, am Anfang war es so, sage ich jetzt einmal, dass wir einfach Ja gesagt haben zu den Geschenken, die gekommen sind. Natürlich hat es Mut gebraucht, zu kündigen, klar. Es hat Mut gebraucht, groß zu denken. Aber letztendlich hat uns dann der Erfolg wirklich überrascht. Wir haben dann begonnen mit diesem Wirtschaftskabarett und im Nu waren wir von Wien in Berlin und in München und die Firmen sind ins Kabarettlokal gekommen und haben uns dann von dort direkt weggebucht zu den Kongressen. Und das war dann eigentlich ruckzuck. Und das war, also von 2000 bis 2005 war das, ist es raketenschnell nach oben gegangen. Das war wirklich faszinierend. Und wir waren dann auch im englischsprachigen Ausland. Wir haben das auf Englisch dann gemacht. Es war eigentlich dann so, dass wir eher die Probleme, also die Schwierigkeiten gehabt haben, mit dem Erfolg umzugehen. Also erfolgreich werden ist toll, aber erfolgreich bleiben ist dann durchaus nochmal eine große Herausforderung, habe ich dann lernen dürfen. Und wie seid ihr es geblieben? Was ist euer Geheimnis? Es ist so, dass wir dann, es war dann, wie soll ich sagen, es war dann durchaus noch sehr shaky. Das heißt, es ist rauf und dann ist wieder runtergegangen, weil da musste irgendwie eine Struktur finden. Wir haben eine Firma gegründet und dann war es so, dass wir uns ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht haben. Und das ist was aus meiner Erfahrung ganz was Schwieriges ist. Und zwar, dass du dann irgendwie dir zurücklehnst, wenn du was Erfolgreiches geschaffen hast und nicht mehr kreierst, nicht mehr schöpfst. Und das ist nicht gesund. Das heißt, das ist was, wo dann wieder runtergegangen ist, die ganze Sache, weil wir halt ja ein bisschen fett und faul worden sind, so möchte ich das sagen. Mhm. Wenn man sich so zu sicher fühlt, gell? In manchen Unternehmen geht das ja auch so, wenn man da nicht aufpasst. Genau. Sagt, ihr habt doch die Position, was soll denn schon passieren? Ganz genau, genau. Und bei uns war es so, wenn du herumfährst und du kriegst dauernd Lachen und viel Geld und Applaus, wenn du denkst, du bist der Größte überhaupt. Und das ist natürlich, es geht dann auch, dass man Klopp abhebt, das haben wir auch gehabt. Und also meine Erfahrung ist es einfach immer wieder, das sagt sie so leicht, aber sich immer wieder neu zu erfinden. Und das ist eigentlich dann der Mut, den man dann braucht, dass man nämlich das, was schon erfolgreich war und das, was selber schon erfolgreich war, wieder in Frage stellt, das wieder loslässt und dann sich wieder neu erfindet. Weil natürlich es schon sehr verlockend ist, sich mit dem Erfolg zu identifizieren und dann im Windschatten des Erfolges zu surfen. Und das geht eine Zeit lang, aber irgendwann wird man dann zur Marionette dessen, was man produziert hat und ist nicht mehr selber der Schöpfer. Das heißt, dieses sich wieder dann zu sich zurücknehmen und dann wieder neu zu kreieren, ist essentiell aus meiner Erfahrung. Wie macht ihr das heute? Wie kümmerst du oder ihr euch quasi immer wieder um ein neues Zukunftsbild, um eine neue Vision? Ja, liebe Silvia, für mich ist wirklich das Entscheidende, es ist jetzt sicher nichts Neues, aber die persönliche Weiterentwicklung, das heißt, sich immer wieder reinzubegeben in Lernfelder, Lernumgebungen, mit Menschen, mit Coaches, ist essentiell. Unser Programm damals ist entstanden dadurch, dass der Peter und ich in unserer Beziehung, wir haben damals schon einige Jahre Kabarett gemacht, dass wir richtig, richtig gesteckt sind in der Beziehung. Wir sind irgendwie nicht mehr weitergekommen. Und wir haben uns eigentlich zum Teil gehasst. Weißt du, wenn du jeden Tag auf der Bühne, aber jeden Tag irgendwie zusammen bist, immer miteinander arbeitest, irgendwo wird es dann schwierig. Und wir sind so richtig gesteckt. Und dann haben wir Coaches an unserer Seite gehabt und eine davon ist auch meine Frau jetzt, die Magdalena, und die hat uns richtig durchgecoacht und ich habe da erleben dürfen, dass dadurch, dass wir unsere Schatten uns angeschaut haben, unsere, was wir hassen vom anderen, was ja nichts anderes wie der eigene Hass war, also die Energie hat sich gelöst und aus dieser Energie ist dann die kreative Schöpfung entstanden, das Neue. Das heißt, das war wirklich so wie wenn du Angst oder Wut umwandelst in kreative Kraft und dann ein Kabarettprogramm auf die Bühne stößt oder ein Speech oder
egal was halt dann dein Talent ist, aber in diesen Schatten in uns, da ist Energie gebunden und wenn ich das mit einem Coach oder einem Workshop lösen kann, dann wird Energie freigesetzt, wo du was schaffen kannst, was ein Juwel ist, ein Diamant. Sehr und schön. Das haben wir damals gemacht. Also wirklich immer wieder dieses Lockern und nicht zu glauben, ich weiß schon, wie es geht. Genau. Sondern mal sich jemand an die Seite zu stellen, das empfehle ich ja auch immer jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer und sagt, also wirklich, ihr könnt für ganz viel Geld ausgeben. Aber eins der wichtigsten Sachen wäre, sich einen Sparringspartner an die Seite zu stellen, mit dem du auf Augenhöhe auch mal ein bisschen dich reibst und Dinge hinterfragst und alles. Ja. Und ich glaube, in the long run ist das viel günstiger als, was weiß ich, noch ein Motivationsworkshop und noch irgendwas anderes zu machen, was jetzt ein bisschen Shishi macht, aber nicht hier dich selber erwischt. Ja. Voll, Silvia, genau, das ist es. Weil beim Motivationsworkshop kann es sein, dass du halt irgendwie so ha machst, aber du schaust deine eigenen Steine, die da sind, in dir nicht an. Die reibst nicht auseinander irgendwie. Das, genau. Schön. Ja, das funktioniert schon immer für eine ganze Weile, aber dann, man ändert halt nichts. Und das, also außer es ist gerade mal so ein Baustein dabei, der mal in uns was löst. Jetzt bist du ja gerade schon wieder in diesem Änderungsprozess, gell, und hast gerade ein neues Bühnenprogramm am Start, was da eben zu mir erzählt, dass ihr gerade probt, und da danke ich dir jetzt gerade nochmal ganz herzlich, dass du zwischen den Proben auch noch Zeit hast, einen Podcast mit mir zu machen, das finde ich ganz fantastisch. Erzähl mir doch mal ein bisschen was davon, oder erzähl uns doch mal ein bisschen was davon, um was geht's, was ist so ein bisschen dahinterliegend. Naja, ein bisschen was hast du schon gesehen in Neuss bei der GSA. Es geht um die Celebration, also von Seele und Bration, das Feiern. Und das heißt, für mich ist dieser Spruch, glaube ich, von Mark Twain, ist der gesagt hat, wir werden zweimal geboren. Einmal, wenn wir physisch geboren werden und einmal, wenn wir draufkommen, warum wir da sind auf dem Planeten, was unsere Mission ist, warum wir da sind. Und unsere Mission ist die Celebration von Zerpomsch, also wirklich ins Feiern zu kommen. Das heißt, Menschen zu empowern, über den Humor und die Leichtigkeit in die Souveränität zu gehen und dann aber zu feiern. Und bei dem neuen Programm wird es ganz viel um das Feiern gehen. Also es wird auch ein Cabaret, also dieses Cabaret und Rave, es wird also ins Tanzen kommen, es wird eine Feier. Und natürlich geht es dann darum, es wird auch wieder ums Jammern gehen, wie kann ich das Jammern auflösen, wenn ich wo feststecke, auflösen. Und ein Thema wird zum Beispiel sein, zu lernen, dass das Verlieren cool sein kann. Das heißt, wir sind der Auffassung, wenn ich mir erlaube, dass ich verlieren darf, dann gewinne ich letztendlich immer, weil ich mit dem Verlieren an Frieden gefunden habe. Wir glauben ja dauernd, wir dürfen nicht verlieren, wir müssen dauernd gewinnen, immer müssen wir gewinnen, dürfen nicht verlieren. Aber wenn ich quasi losen kann, wenn ich richtiger, gechillter, toller Loser sein kann und kein Problem damit habe, dann kann nichts mehr passieren in meinem Leben. Dann bin ich letztendlich wirklich frei. Das heißt, es wird ums Losen gehen, es wird einen Loser-Song, geben. Okay. Wir werden den Maori-Hacker, den Hacker werden wir einbauen. Es wird zum Agile gehen, New Work. Wie kann ich quasi diese Kraft der Maori nutzen für die Agility of the people in the concern? Und wir werden einen Agile Wein vorstellen, also Agile Smart Intravenös, wo man quasi die Agilität gleich so zu sich nehmen kann. Also es geht immer wieder um dieses Empowerment einfach in deinem Programm. Wie heißt euer neues Programm? Show Up Your Life. Das heißt, Show Up Your Life. Genau, Show Up Your Life, das heißt, zeig dich in deinem Leben, und es ist eine Show, es ist Kabarett, aber es ist eigentlich eine Show, und ist halt eine Mischung aus Kabarett und Interaktion. Es wird auch sehr viel interagiert werden, wir werden gemeinsam singen, es wird Impro-Theater-Elemente geben, wir werden ein Jammer-Mantra machen, wo man, es geht ja nicht, das kann man nicht machen, also wird so richtig ein schamanisches Jammer-Mantra, und dann dreht man durch das Jammern und werden dann in die Childhood-Oriented Management Energy eintauchen und werden dann mit Pippi Langstrumpf und Biene Maier, Vicky und die starken Männer und die Papas arbeiten. Also die Coaches von früher, die kommen auch vor. Also so eine Mischung. Ja.
Da bin ich ja schon sehr neugierig drauf. Wann geht's denn los oder ist schon losgegangen? Am 19. Oktober ist Premiere oder Kick-Off eigentlich. Wir nennen es Kick-Off in Wien. Kick-Off. Okay. Kick-Off. Und wir sind dann jedes Monat in Wien und dann sind wir auch in Oberösterreich, also in Linz und Graz. Und ich denke, dass wir nächstes Jahr dann nach München kommen, im 22er Jahr. Vielleicht ja, dann sagst du aber bitte unbedingt Bescheid, da will ich dabei sein. Ja, unbedingt. Silvia, du wirst auf der Bühne sein. Du wirst Part of the Supermst-Team werden, ganz genau. Ja. Du wirst das ist doch gut. Du wirst Baumeisterin von Supermst, ja. Genau, die Baumeisterin, so schaut's aus. Du, mein Lieber, du sprichst immer mal wieder so zwischen von der Jammerei. Ja. Und die scheint ja auch immer ein großer Bestandteil zu sein von eurem Programm. Auch beim letzten Mal auf der Convention sagtest du ja, Ziel ist gleich Begeisterung durch Jam. Genau. Genau. Ja, das heißt, wir haben halt, ja. Genau, was heißt, leg ruhig los. Ja, okay. Ja. Nein, beim Jammern ist so, wie ich nicht feststellt, dass halt, wenn man ein Ziel hat, ist das immer, man hat ein Ziel und da kommt immer die Power. Und die Power hilft uns einfach, das Ziel zu erreichen. Und das kennen wir alle. Die Power haben wir in uns und das ist toll. Und dann gibt es aber immer wieder einen Faktor, der dagegen wirkt, der irgendwie gegen das Ziel wirkt. Und das ist eben das Jam. Und das Jam ist die Einheit vom Jammern, vom Leiden. Und das geht ja nicht, das haben wir noch nie gemacht und so weiter. Und das hat aber jeder Mensch irgendwo in sich. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns diese Energie anschauen und haben dann bei uns bei Supermst den Chief Executive Jammerer oder CEJ haben wir dann bei uns quasi, haben wir dann implementiert, der sich nur damit beschäftigt mit dem Jammern. Und da kann man dann, da haben wir dann zum Beispiel ein Programm gestartet, dieses Jammer Evaluation Solution Strategy Application System oder kurz auch Yesas, mit dem wir da arbeiten. Das Jesus nah und oh Gott, also dieses Programm. Und ja. Da geht es halt darum, wie kann man das Jam transformieren. Und da haben wir einen Jammerkanon entwickelt, zum Beispiel, der geht halt irgendwie da, Bruder Jakob eben, wie geht's euch heute, uns geht's schlecht, wollen wir etwas ändern, sicher nicht. Und dieses Stecken da, das transformieren wir dann quasi mit den Leuten gemeinsam. Das heißt, aus unserer Sicht ist der Schlüssel für den Erfolg von Menschen und Organisationen, dass man dieses Jam, und da drin steckt eben Angst, Wut, der Schweinehund, aber auch das DASS, D-A-S-S, die anderen sind schuld, indem man das da transformiert. Das muss man sich aber anschauen, in einem selber. Und wenn man das aber transformiert, dann kommt es automatisch in die Leichtigkeit und die Begeisterung. Und darum beschäftigen wir uns so mit dem Jammern. Ganz wunderbar. Was wäre denn jetzt so ein erster möglicher Schritt aus eurer Sicht? Was können jetzt meine Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen machen, damit sie da rauskommen? So kleine aus der Trickkiste quasi. Aus der Trickkiste des Jammerns. Also was halt aus unserer Sicht da schnell wirkt, ist, dass du ein bisschen in Bewegung kommt. Das heißt, Veränderung bedeutet ja Movement, in Bewegung zu kommen. Und das ist immer auf allen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele. Meine Empfehlung ist, das mache ich total gern und ganz oft, dass man halt wirklich einfach diese Kopfhörer reintut, auch draußen auf der Straße das Lieblingslied einschaltet und dann bitte draußen auf der Straße, auf einem Platz, am Gehsteig einfach tanzt. Wir machen das in Österreich häufig, wir machen es am Stephansplatz, wir machen es in Graz am Hauptplatz, wo wir dann zu viert, fünf, zehnt einfach tanzen. Aber dieses Tanzen, also dieses Tanzen einfach, wo immer du bist, transformiert das Jam sofort, weil das Jam ist ein Feststecken im Kopf letztendlich. Und wenn du in der Move bist, in der Move. Das Zweite ist, dass du halt, ich habe das dabei, ich darf es kurz herzeigen, liebe Silvia, immer sowas dabei hast. Also ich setze irrsinnig gerne eben einfach ein Perücken auf und fahre mit der dann einfach auch durch die Stadt. Also einfach im Bus oder im Zug. Ich habe das gemacht, ich bin einmal 2 Jahre lang mit der Perücken, immer wenn ich losgefahren bin von daheim, habe ich es aufgesetzt und bin dann 2 Jahre lang quer durch Österreich, Deutschland, der Schweiz gefahren zu Auftritten, immer mit der Perücken einfach, um mich daran zu erinnern, das ist alles ein Theaterstickel da auf dem Planeten, das ist eine Show, wir sind Schauspieler, also in dem Fall macht er nicht so wichtig und setzt das auf und so, also es ist einfach, es sind kleine Sachen, tanzen,
sowas kaufen vielleicht und einmal aufsetzen oder einfach den Yamakanon singen. Oder also die Gehirnforschung sagt ja, wenn du singst, ändert sich das Gehirn sofort. Das geht total schnell. Also irgendwas einfaches Singen, die sind so Zugänge, die ich jetzt mal kurz empfehlen kann. Ja, ganz großartig. Also das nehmen wir gleich mal mit, dass das pfiffige Ideen sind. Einfach so ein bisschen auch aus der Komfortzone rausgehen und sich mal in eine neue Rolle begeben. Was wir hin und wieder halt Fasching, wie wir sagen, tun, aber sonst oft nicht. Und ich finde, es gibt einen ganz schönen Perspektivenwechsel. Genau, damit. Perspektivenwechsel ist ganz entscheidend. Wir sagen ja zum Beispiel, Sapalmst ist ja eine österreichische Firma. Und wir sagen, Österreich ist ein großes Land mit den ganzen Bergen. Und wenn man Österreich bügeln täte, wäre es so groß wie Deutschland. Das heißt, es kommt auf die Perspektive an, wenn man sieht, gell? Großes Land. Es ist immer alles eine Perspektivenfrage. Genau, du hast völlig recht, Silvia. Es ist immer eine Perspektivenfrage. Und, und aus der Komfortzone rausgehen ist einfach, es ist wirklich lässig. Man kann es nur empfehlen. Ja, und wenn man sich einmal getraut hat, ist gar nicht mehr so schwer. Ich habe eine so eine charmante Übung von Jens Korsen, vielleicht kennst du den auch. Ja, ja. Der genau, Selbstentwickler ja. Und der empfiehlt ja seinen Vertriebsleuten, die er da im Workshop hat. So, jetzt geht's mal runter auf den Marienplatz und dann habt einfach bloß die Arme oben und geht's ein paar Schritte. Und dann fragt euch, wer hat jetzt eigentlich das Problem? Die schauen oder ich? Und eigentlich haben die schauen das Problem, weil ich habe bloß die Arme oben. Und hin und wieder probiere ich das auch aus, besonders wenn ich mich gerade mal irgendwie ärgere oder so feststecke, wie du das auch schon gesagt hast. Und dann nehme ich einfach mal die Arme hoch und schaue, was passiert. Und eigentlich passiert ganz wenig, gell? Es passiert total wenig. Es passiert ganz wenig und trotzdem ist das irgendwie so ein Mindshift, den ich da oben hinkriege. Du hast völlig recht. Ja. Ich habe mal vor 2 Jahren war das, habe ich in Bayern einen Auftritt gespielt. Ich weiß nicht, wie das war, irgendwo zwischen München und Passau dazwischen war das irgendwie so ein Markt und das war so eine Autolackierfirma, irgendwie, die haben eine Klausur gehabt und da waren 100 Leute, fast nur Männer und das war mittags, ich habe da den Abschlussvortrag gehalten und das war irgendwie total lustig und so weiter und danach sind wir halt runtergegangen, es war im ersten Stock runtergegangen und draußen war so ein Marktplatz und da hat es geregnet draußen, so ein wunderschöner Herbstregen, September. Und dann habe ich gefragt, wer würde jetzt mit mir die Schuhe ausziehen und die Socken und barfuß einfach so über den Marktplatz rennen einmal. Und dann sind glaube ich, 4, 5 Leute waren wir dann, die da drüber gelaufen sind. Es ist wirklich was Simples, aber es ist was Unvergessliches, Silvia. Und ich glaube, wir sind da, um so unvergessliche Momente in unserem Leben zu schaffen. Und da rennst du einfach barfuß mit ein paar Leuten im Regen um einen Marktplatz rum. Das ist so simpel, kostet nichts, ist so leiwand und unvergesslich und schön. Das sind so Momente, oder wie du sagst, da die Hände in die Hände, Marienplatz. Solche Sachen einfach machen. Ich liebe das. Ja, ich kann da bloß zustimmen. Und es sind so kleine Haltepunkte. Ne? Gerade wenn das Leben so dahin fließt und es passiert sonst nichts mehr, dann sind genau diese kleinen Sachen das, was ich sage, so, jetzt habe ich mich mal wieder getraut aus meiner Komfortzone raus oder was auch immer. Genau, und ich kann mir damit auch mal wirklich was plötzlich eine ganz neue Vorstellungskraft entwickeln, was noch möglich wäre, weil da ist jetzt wohl schon mal nichts passiert, wenn ich eine Perücke aufhabe oder die Arme in die Höhe. Was könnte ich mir eigentlich noch alles für mein Leben vorstellen? Also dazu will ich auch ganz viele Menschen ermuntern. Probiert was aus und schaut mal, wo führt es euch hin? Und da sind wir, denke ich, sehr ähnlich, dass wir denken, in ganz vielen steckt so viel Potenzial. Jetzt kommen wir so ganz langsam so in die Schlussphase. Lieber Ottmar, und wenn wir zwar jetzt mal größer denken und wirklich uns mal Richtung unsere Welt anschauen oder ja unsere Gesellschaft, was brauchen wir denn eigentlich für die Zukunft, damit es eine richtig coole, geile Zukunft für uns alle wird? Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ich meine, das Erste, was wir brauchen, und das freue mich heute schon, wenn ich mal rauskomme nach Erding, liebe Silvia, dann werden wir in Erding am Hauptplatz, werden wir jedenfalls tanzen. Das freue mich heute schon. Das machen wir. Mit den Perücken werden wir da einfach mal tanzen. Das ist super. Und was wir brauchen, ist, dass wir Menschen uns trauen, wir selber zu sein.
Und es ist, so blöd es klingt, aber es ist offensichtlich eines der schwierigsten Sachen in unserem Leben. Und das heißt, diesen Mut zu haben, herauszutreten aus unserem Gewohnten und einfach, schau, wenn du auf der Straße downst oder Perücken aufsetzt, oder das sind ja nur Stellvertretergeschichten, dass du dir erlaubst, du selber zu sein. Du gehst dann über Grenzen drüber, die eh nur in deinem Kopf sind, aber sie helfen da, die Überschreitung der Grenzen hilft da, dass du dir traust, wo immer du bist, dann du selber zu sein. Und das Tolle ist, dass ich das Gefühl habe, dass eh immer mehr Menschen sich das trauen, sich selber zu sein. Und darum geht die Welt auch in eine Richtung, die leibend, die schön ist, die super ist, weil das ist unaufhaltbar, weil das ist die tiefste Sehnsucht. Und wenn wir uns das trauen und ein bisschen deppert sein trauen und dann halt immer mehr erkennen, wer wir sind und das auch zum Ausdruck bringen, dann wird die Welt immer bunter, immer vielfältiger, immer schöner und genau dort geht es auch hin. Ich bin überzeugt davon. Ja, also genau, könnte man fast sagen, blamiere dich täglich, gell? Ja. Und dann hast du schon mal wieder hinter dir und dann wird es schon leichter für den Tag. Ja, genau. Lieber Otmar, hast du noch ein Lieblingszitat oder ein Motto von dir, das du uns gern mitgeben möchtest? Es gibt diesen Spruch, der heißt, Humor entsteht, wenn man aus der Unendlichkeit auf die Endlichkeit blickt. Das heißt, wenn man von ganz weit weg drauf schaut auf unser Leben, dann ist alles lustig. Es ist alles letztendlich witzig. Und ich glaube, der Shakespeare hat gesagt, Tragödie plus Zeit ist Komödie. Das heißt, wenn ein bisschen Zeit vergeht, ist alles lustig. Das ist so ein Motto, wie wir sagen, irgendwann kannst du über alles lachen. Also warum nicht gleich? Also das ist so ein Zugang. Und ich kenne das selber auch aus meinem Leben, dass das dann auch schwierig wird und dann kann es sein, dass du halt weinst. Das ist auch gut, aber weinen und lachen sind auch ganz eng beisammen irgendwie. Das, bestenfalls weinst du ja beim Lachen sogar, weil es so lustig ist. Und das ist alles eine Flüssigkeit und das löst dann diese alten Drama-Synapsen da drin und löst das alte raus und schwemmt es aus. Also das Weinen, das Lachen. Und wenn ich da diese Perspektive von der Unendlichkeit draußen drauf habe, dann ist das viel leichter. Dann ist es immer möglich letztendlich. Immer möglich. Und mit dieser Unendlichkeit kann ich ja immer eine Perücke aufsetzen oder Musik hören und tanzen draußen über diese Komfortzone drüber gehen. Das ist so meine Empfehlung. Ja, wunderbar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, lieber Otmar. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dass du das untergebracht hast, dass wir heute miteinander talken können. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und da wäre noch ganz schön viel drin, was wir noch alles bereden könnten, wir zwei, gell? Ja, liebe Silvia, ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich sehr, dass ich da bei dir Gast sein durfte und danke, dass du diesen Podcast machst und da so viele Menschen damit inspirierst und unterstützt und immer wieder vielleicht da Inputs gibst, wie man anders denken könnte. Also vielen, vielen Dank, dass du das magst und dass ich da heute dabei sein darf. Ja, von Herzen. Es ist mir eine Freude, so inspirierende Menschen wie dich bei mir zu Gast zu haben. Danke dir herzlich. Ja, liebe Zukunftsbauer, das war's schon wieder an diesem Mittwoch. Und meine Empfehlung für diese Woche, trau dich mal aus deiner Komfortzone zu gehen. Vielleicht hast du echt noch eine Faschingsperücke zu Hause. Dann setz doch mal auf, wenn du mit der S-Bahn von Erding nach München fährst oder wo auch immer, von Düsseldorf nach Neuss. Genau. Zieh einfach mal verschiedene Socken an, das ist die ganz leichte Form, oder zwei verschiedene Schuhe. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich das selber zurechtbiegen kann. Was wäre für dich der eine Schritt, der ein bisschen mehr ist als das, was du normalerweise tust? Das ist meine Empfehlung für diese Woche. Vielleicht probierst du das aus und schreibst mal, wie es dir dabei ergangen ist. In diesem Sinne, eine schöne Woche und bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Servus. Na, ciao. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank!
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.